Okay, ich hoffe, ihr habt die ganzen Offenbarungen aus dem letzten Video verdaut und seid fit für eine weitere Runde Ryuga Gotoku Ishin. Während ich das mal ein bisschen rekapituliere, kann ich ja vielleicht ein wenig Glücksspiel betreiben. Ich habe ja so viele Lose gesammelt inzwischen. Wir sind hier im Fushimi-Distrikt unterwegs mit Saito Hajime und Okita Soji. Aber eigentlich hat keiner der Charaktere ja nicht mindestens einen anderen Namen in diesem Spiel. Und eigentlich sind es also Sakamoto Ryoma und Hidayama Goro, mit denen wir hier schnell ins Teradaya müssen, um dort Ito und Takeda zuvorzukommen, weil dort angeblich der Auftraggeber des Mordanschlags auf Yoshida Toyo logiert. Und das ist niemand anderes als der andere Sakamoto Ryoma. Und wir müssen Ito und Takeda zuvorkommen, weil Kondo Isami die Ansicht vertritt, dass diese beiden dem anderen Ryoma eventuell nicht gewachsen sind. Und jener, wenn die Razzia jetzt fehlschlagen sollte, dann vielleicht für immer verschwindet. Absolut crazy, was hier alles abläuft. Und die ganzen vielen Identitäten der Charaktere verwirren jetzt vielleicht ein bisschen, aber für mich ist dieser Plot echt ein Riesenspaß und ja, müssen wir mal sehen, wie gut sich das hier alles noch nachvollziehen lässt. Das Einzige, was man eigentlich wissen muss, ist, dass drei Charaktere aus der Serizawa-Faktion tot geglaubt waren, aber jetzt, wie wir herausgefunden haben, nicht wirklich tot sind, sondern an ihrer Stelle drei Mitglieder von Kondos Gruppe verstorben sind vor ungefähr einem Jahr und ihre Rollen jetzt durch die Männer um Serizawa eingenommen wurden. Nur Serizawa selbst ist mittlerweile gestorben, denn das war Inoue Gensaburo oder der Mann, den wir als Inoue Gensaburo kennengelernt hatten. Hier stehen nun auch schon die Leute für die Razzia bereit. Wie es aussieht, könnte ich jetzt, wenn ich wollte, tatsächlich fischen gehen. Das wäre nur etwas seltsam. Das machen wir jetzt nicht. Sondern wir schauen einfach mal, was jetzt passiert bei der Story hier und wie sich das alles entwickelt. Saito, bist du auch hier? Ito. Hier im Teradaya soll ein gewisser Sakamoto Ryoma aus Tosa sein. Er hat Inoue ermordet. Wir fallen da jetzt ein. Ja, ich weiß. Dich brauchen wir aber nicht. Ich und Takedas fünftes Korps werden das erledigen. Wie? Du bist der Neuling unter uns, Kapitän. Und wegen deiner Aktion im Teradaya ist uns schon einmal einer unserer Feinde entwischt. Ja, aber das war deshalb, wegen dieses Malheurs, läuft dieses Mal alles so, wie ich es sage, als Stabschef. Nein, es läuft hier unter meiner Leitung, durchs erste Korps. Okita, du auch hier? Hör mal, Ito. Ich habe gerade mit dem Kommandanten gesprochen und habe gute Neuigkeiten für dich. Wie? Mit dem Kommandanten? Er meinte, er bräuchte Beratung wegen seines Rücktritts. Was? Meinst du, Kondo denkt über seinen Rücktritt nach? Keine Ahnung, ich konnte ihm nicht so ganz folgen, aber er sagte einfach, dass ich dich zum Tonshō schicken solle. Die Leitung dieser Operation hier übernehme ich. Du erzählst mir aber keine Märchen, oder? Ich muss dir das nicht sagen, Okita, aber wenn du mich anlügst, dann wird das mit Seppuku bestraft. Schon klar. Aber wenn du nicht riskieren willst, dass Hishikata sich den Posten als nächster Kommandant schnappt, solltest du dich vielleicht besser beeilen. Ich gehe zum Tonshō. Alles Weitere übernimmt das erste Korps. Das Ganke. Mehr als alles andere sieht Ito auf den Kommandantenposten aus. Kein sonderlich eleganter Vorwand, aber das Weitere zu klären überlasse ich Kondo. Außerdem umgehen wir so etwaige Probleme. Nur du und ich sind in der Lage, diesen Sakamoto Ryoma zu bezwingen. Stimmt. Aber eines würde ich im Vorfeld gern noch regeln. Was denn? Bevor wir da reingehen,
würde ich gern die Wirtin und das Dienstmädchen warnen, dass sie entkommen können. Ich stehe in ihrer Schuld und ich will nicht, dass sie in Gefahr geraten. Ich verstehe, was du meinst, aber was sollen wir tun? Wenn wir sie warnen, dann wird der Kerl doch sicherlich auf uns aufmerksam. Wir gehen ums Haus und ich gebe ihnen irgendwie ein Zeichen, dann geht er schon. Oh, na gut, es ist lästig, aber ich bin echt der Typ für einen Frontalangriff und dann alles kurz und klein schlagen. Aber okay, dann gehen wir eben hinten rum. Zufrieden? Ja, geht klar. Na dann los. Ums Haus und dann leise rein. Ja, alles andere wäre auch echt ein bisschen gemein. Hat die Oma schon recht. Was? Um diese Zeit noch ein Bad eingelassen? Ganz schön fein hier. Ich höre was. Da ist irgendjemand drin. Stieb jetzt mal einen Blick, Hajime-chan. Vielleicht ist es ja der, den wir suchen. Es kommt aber nicht so gut. Was ist? Der ist drin. Hallo? Ist da wer? Ich bin's, Horio. Hajime? Was machst du da denn? Hör zu. Die Shinsengumi hat das Terada ja umstellt. Hier gibt es einen Gast namens Sakamoto Ryoma, richtig? Im ersten Stock. Ja, schon. Was ist mit ihm? Die Shinsengumi wird gleich einmarschieren. Bitte gib leise der Wirtin Bescheid und verlass die Herberge. Die Shinsengumi will Sakamoto... Ich erkläre dir später alles genauere. Beeil dich. Da ist sie los. Lass uns dann auch loslegen, Hajime. Lauf weg! Sakamoto, flieh! Die Shinsengumi kommt! Schnell! Flieh von hier! Das war Audio. Was macht sie denn? Wir haben jetzt keine Zeit, drüber nachzudenken. Wir müssen jetzt rein. Die Shinsengumi! Sie sind hier drin! Ah, das ist das Emblem von Flossa. Na, jetzt wird's interessant. Legen wir los. Hajime-chan. Okay. Dann geht's also wieder direkt in die Action. Und das ist ja absolut abgefahren. Mal wieder eine Szene, die sich ganz anders abspielt, als man es eigentlich erwarten würde. Denn ich glaube, das habe ich schon vor ein paar Videos mal erzählt, wie das war mit Horio und Sakamoto Ryoma, was die japanische Geschichte angeht. Eine Story, die nämlich sehr berühmt ist, ist, dass Horio bei einem Überfall von Attentätern auf das Tedadaya Sakamoto Ryoma geholfen hat. Also ihn gewarnt hat, dass er entkommen konnte, als sie dort angegriffen wurden. Und das war jetzt ähnlich, wie es hier der Fall war. Und zwar hat sie das auch im Bad mitbekommen, dass es einen Angriff geben würde und ist dann splitterfasernackt, erzählt man, durch das Tedadaya gelaufen, um Sakamoto Ryoma zu warnen. Und jetzt haben wir hier eine nette Veränderung dieser Situation, indem nicht der wirkliche Sakamoto gewarnt wird, sondern der falsche Sakamoto. Und der echte Sakamoto hier in einer anderen Situation war. Wir wissen also nicht genau, was jetzt zwischen Horio und Sakamoto ist und wie es am Ende ausgehen wird. Ist sie vielleicht die Geliebte von dem zweiten Sakamoto? Das wäre auch eine ganz interessante Wendung und ein toller Twist, der sich einem nur so richtig erschließt, wenn man eben um diese bekannte Geschichte Bescheid weiß. Also es ist so cool, wie das hier alles verwurstet wird in dem Spiel. Da ist mir auch noch was anderes aufgefallen,
nach dem letzten Video. Ich habe nämlich im japanischen Wikipedia auch den Artikel jetzt nochmal über Hirayama Goro gelesen. Also den Mann, den wir vorher als Okita Soji kennengelernt haben. Und da gab es noch einige Hinweise mehr in diesem Spiel, dass vielleicht der Mann, den wir als Okita Soji kennengelernt haben, also Majima, nicht wirklich derjenige war, der vorgab zu sein. Das war ja einmal die Geschichte, dass schon ganz am Anfang einer von den NPCs meinte, ah ja, Okita Soji ist so ein hübscher Jüngling und alle Frauen wollen einen Blick auf ihn erhaschen, und dann war es doch etwas überraschend oder zumindest hat es einen stutzig gemacht, dass es sich bei Okita um Majima handelt, der jetzt ja schon ein ansehnlicher Kerl oder eine eindrucksvolle Erscheinung ist, aber nicht unbedingt der typische Schönling, der eigentlich, wie wir in der Rückblende gesehen haben, schon gewesen ist. Was aber noch dazu kommt, ist, dass der historische Hirayama Goro tatsächlich, wie ich gelesen habe, anscheinend sein linkes Auge verloren hatte. Auf ganz dumme Weise bei einem Unfall mit Feuerwerkskörpern. Und es ist doch echt unglaublich, wie gut das passt, dass Majima, genau wie Hirayama, nicht nur den gleichen Vornamen hat, also Goro, sondern auch zusätzlich diese Augenklappe. Also wir kennen Majima aus den anderen Spielen und er hat in der ganzen Reihe von Yakuza-Spielen eigentlich immer die meiste Zeit, außer in diesen Rückblenden in Yakuza 4, ein Auge, das linke Auge, verloren. Deshalb habe ich das auch nie wirklich hinterfragt, warum jetzt Okita Soji hier einäugig dargestellt wird. Stellt sich aber heraus... Ui. Kannst du was aufpassen? So, ausweichen. Mist, jetzt wurden wir getrennt. Das heißt, ich muss andersrum laufen. Ja, also Okita Soji hat, wie gesagt, nicht ein Auge, aber der historische Hirayama Goro hatte definitiv sein linkes Auge verloren und das passt hier ungemein gut. Also es wäre auch ein großer Hint gewesen, wenn mir dieses Detail bekannt gewesen wäre. Das hatte ich aber jetzt nicht so im Kopf. Hirayama Goro ist jetzt nicht unbedingt der berühmteste japanische Mann aus dieser Zeit, also der Sakumatsu-Zeit. Wirklich richtig cool gemacht. Das hat mich echt total geflasht, als ich das gelesen habe in Wikipedia. Gut. Jetzt können wir weiter nach oben. Anscheinend sind alle, die gerade außer Saito, eigentlich inklusive Saito, im Teradaya logieren, Samurai aus Tosa, die den falschen Sakamoto beschützen wollen. Ich hoffe, dass wir mehr rausfinden über diesen Mann, dass wir ihn endlich mal sehen. Hoffentlich gibt es eine gute Erklärung, was für ein Typ das ist und wie er mit Katsu Rintaro, also mit Katsu Kaishu, in Kontakt gekommen ist. Weil das sind ja wirklich alles die Eckdaten, die dem historischen Ryoma entsprechen. Und das, was wir hier mit Sakamoto Ryoma aka Saito Hajime machen, ist alles frei erfunden. Ich würde ja gerne noch ein paar Leute hier runterwerfen. Also richtig... Nee, scheint nicht zu funktionieren. Nur den anderen Finisher durchführen. Mal ein bisschen Karussell. Was auch noch passiert ist in der Zwischenzeit. Ich habe ja bei dem Video, bevor ich jetzt nach Bremen gefahren bin, das Wochenende, gesagt, dass ich mein Adobe Premiere abgedatet habe, weil es jetzt endlich eine automatisierte Funktion gibt, um die Lautstärke des Spiels während meiner Kommentarstellen abzusenken. Und dann habe ich nach meiner Aufnahme Premiere abgedatet und wollte das Video reinladen und habe festgestellt, dass die neue Version von Premiere nicht mehr kompatibel ist zu den Dateien, die meine Capture Card ausgibt.
und musste dann auch ganz lange rumprobieren. Das hat also absolut nicht meine Arbeit oder meinen Workflow vereinfacht, sondern hat es durch das Update wurde der entschieden erschwert, weil jetzt muss ich jede Datei, die meine Capture Card rausgibt, nochmal eine Stunde mit dem Adobe Media Encoder neu codieren und kann dann erst in die Nachbearbeitung gehen, was richtig nervig ist. Das hat mich total geärgert. Super blöde. Die Software ist so teuer und dann installiert man sich ein Update und denkt, man kann einfach so weiterarbeiten oder es wird ein bisschen besser. Und dann ist das Gegenteil der Fall und alles wird noch hakeliger und komplizierter. Das ist echt nicht schön. Hab mittlerweile einen anderen Workaround gefunden, dass es ein bisschen schneller geht. Trotzdem bleibt das Problem, dass ich jetzt einen Arbeitsschritt mehr und nicht zwei Arbeitsschritte weniger habe. Obendrein ist diese automatische Lautstärkenabsenkung nicht so gut wie die, die ich mit meiner bisherigen Methode über Audition erreiche. Deswegen werde ich das genauso beibehalten, wie ich das bisher gemacht habe. Eigentlich wäre das Beste, dass ich jetzt mal das Update irgendwie rückgängig mache und wieder zurückgehe auf Adobe Premiere 2017. Gerade in diesem Monat musste ich auch noch mein Jahresabo verlängern, das sind auch immer 300 Euro. Immerhin kann ich als Angestellter der Universität das ein bisschen günstiger bekommen. Wenig ist es trotzdem nicht. Okay, du kannst auch ein bisschen mehr mitkämpfen. Dafür, dass du so ein toller Schwertkämpfer bist, machst du nicht wirklich viel Schaden. Ich werde jetzt hier auch noch fast von dem Typen umgesägt. Zeit für ein paar Kekse. Er blockt noch nicht mal, aber ich kriege ihn noch gar nicht so richtig aus dem Gleichgewicht, weil er so ein starker Kerl ist. Lass mich, ich will jetzt mit der Pistole das beenden. So, jetzt aber. Du stehst nicht mehr auf. Gut. Weiter im Text. Hier geht's rein. Verdammt. Sie sind nur zu zweit und haben uns derart aufgemischt. Was sind das für Kerle? Bist du also, Sakamoto Ryoma? Will das nicht zu, dass ihr Meister Sakamoto nur ein Haar krümmt? Gut. Damit steht nun der Bosskampf gegen den Komuso Sakamoto Ryoma an. Hat nicht sonderlich viel Energie. Vielleicht ist das auch nur wieder ein Imposter. Naja, jemand, der vorgibt, ein anderer zu sein, ist es auf jeden Fall. Und das ist ja auch irgendwie jeder in diesem Spiel mittlerweile. Aber vielleicht ist es nicht der echte Komuso, den wir suchen. Kann ja jeder so einen Hut aufsetzen, weil ich hätte jetzt schon erwartet, dass wir einen stärkeren Gegner treffen, der mindestens 3 Energiebalken hat. Ich freue mich jetzt erstmal um die Kleinen, dass wir danach in Ruhe uns dem hier widmen können. So, er liegt am Boden. Das ist auch sein Gehilfe. Nun der Komuso. Ui. Das Blöde an so einem Hut ist ja auch, dass man nicht unbedingt das große Sichtfeld hat, wie ohne einen Bienenkopf auf dem Kopf. Nice. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt zu dieser Heat-Attacke kommt. Du musst sie auch mal freigeschaltet haben. Wirkt wie so eine abgewandelte Variante der Heat-Attacke in der Nähe einer Wand.
Aber ich muss zuerst blocken, die Attacke des Gegners. Okay. Und jetzt will ich antworten. Du bist also der, der sich Sakamoto Ryoma nennt. Wer bist du wirklich? Und was willst du? Warum benutzt du meinen Namen? Antworte! Du hast meinen Vater ermorden lassen. So ist es doch. Raus mit der Sprache! Rache für Kamo! Okay. Habe ich doch nicht ganz falsch gelegen, wie es aussieht. Hajime! Das Fenster! Er ist zum Fenster raus! Gib nach! Hajime? Das kann doch nicht. Mein Bruder? Hey, hier, keine Bewegung! Sasaki von Mimawarigumi. Was willst du hier? Was habt ihr denn verloren an diesem Ort? Das kann man auch sehen, oder nicht? Wir nehmen aufständische Ronin fest. Oh. Da bin ich euch aber sehr dankbar. Alles Weitere hier übernimmt aber die Mimawarigumi. Was? War das so undeutlich? Um Sakamoto Ryoma kümmert sich die Mimawarigumi. Was soll das bedeuten? Das ist ein Befehl direkt vom Bakufu. Die Shinsengumi soll sich nicht weiter mit dem Fall Sakamoto Ryoma befassen. Red keinen Scheiß! Sakamoto hat einen Kapitän der Shinsengumi ermordet. Und das sollen wir jetzt nicht weiter verfolgen? Wie stellt ihr euch das vor? Was weiß ich. Wenn ihr euch beschweren wollt, dann geht doch besser direkt zum Bakufu. Zu dem Beamten, von dem wir unsere Befehle erhalten haben. Scheiße! Hey. Von wem stammen sie denn? Wer hat der Mimawarigumi diese Befehle erteilt? Der Marinebeauftragte des Bakufu. Katsu Rintaro. Kein Rumgeschnüffle mehr hier. Das sollte für uns alle Anwesenden gesünder sein. Gerade für den geheimnisvollen Kapitän des dritten Kurs, nicht? Sasaki scheint mehr über Saito zu wissen als gedacht. Wenn er aber mit Katsu Rintaro in Verbindung steht und wenn der andere Ryoma Hans-Peter ist und mit Rintaro zusammenarbeitet, dann wurde vielleicht auch Sasaki etwas ins Bilde gesetzt. Wäre zumindest denkbar. Dass die Mimawarigumi ein Problem bereiten würde, habe ich nicht gedacht. Was ist mit dir? Du bist schon die ganze Zeit so seltsam. War noch irgendwas? Nein, ist nichts. Nur... Da seid ihr ja wieder. Oh, Ito. Von dem Gepäck Takeda und Heisuke. Was gibt's? Stell dich nicht dumm. Die Geschichte von Kondos Rücktritt war ja wohl nichts als Geschwafel. Was meinst du? Wovon sprichst du überhaupt? Verkauf uns nicht für blöd! Wegen eurer schwachsinnigen Aktion ist uns Ryoma durch die Lappen gegangen.
Naja, es wäre schon gut gewesen, wenn das fünfte Korps da geblieben wäre. Es bestand doch gar kein Grund, Ito hinterher zu hecheln. Was sollte das? Was? Machst du dich über mich lustig? Ah, beruhig dich etwas, Takeda. Und stachel du ihn nicht auch noch an, Okita? Was ist, Heisuke? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Auf gar keiner eigentlich. Aber in letzter Zeit überlege ich schon manchmal, was Kondo sich eigentlich denkt. Vielleicht würden wir unter einem Kommandanten Ito besser operieren. Heisuke, du bist wirklich schon gut, Heisuke. Mit dem Vollidioten lässt sich eh nicht resonieren. Also, Okita, merk dir nur eins. Sobald ich der Kommandant der Shinsengumi geworden bin, liegen Seniorität und Schwertkunst nicht mehr einfach alles auf. Jeder, der sich meinen Anweisungen widersetzt, wird erledigt. Klar? Denk darüber nach, ob du nicht eine Position wie Heisuke einnehmen willst, wenn du nicht wirklich wie ein tollwütiger Hund enden möchtest. Gehen wir. Das ging ja noch relativ glimpflich. Hätte jetzt erwartet, dass es direkt zu einem Kampf kommt. Ich sollte fürs Erste zurück ins Tedalaya und mit Odio sprechen. Jo. Das werden wir dann bei Zeiten tun, aber jetzt haben wir schon einiges an Story hier vorangebracht und ich glaube, fürs Erste reicht es, dass es nicht zu anstrengend wird, gerade wo so viele Offenbarungen sich hier ereignen. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, eher noch mich mit einer Substory oder so beschäftigen. Hier stehen auch keine weiteren Mitglieder der Shinsengumi mehr rum. Ich bin jedenfalls ganz zufrieden, dass ich nicht komplett daneben lag mit dem Mordkomplott, dem Attentat auf Yoshida Toyo. Denn so wie es jetzt ausgesehen hat, war Hanpeita ja wirklich doch involviert. Ah, da hinten ist der Typ vom Kabadaban. Das kann ich mir gleich mal anschauen. Aber erstmal drehe ich hier noch eine Runde die Straße lang, ob sich hier noch irgendwas anderes ereignet. Nee, krass. Dass er aber persönlich jetzt herkommt und sich im Tether da ja sogar einmietet, da läuft er schließlich Gefahr, Ryoma über den Weg zu laufen. Das sind die beiden mit dem Hund. Haben sie noch was zum Besten zu geben? Die fragen nur, wie es mir geht. Und sie bedankt sich wegen der Sache mit Kazukichi. So hieß er ja, genau. Junge, Junge, das ist alles echt nicht ohne. Und ich glaube, wir kommen so langsam der Sache richtig auf den Grund. Wir müssen nur noch sehen, wie jetzt die Verbindung zwischen Hanpeita und Katsu Rintaro ist. Oh, das Hungry for Gemüsekind hat ja jetzt Verstärkung mitgebracht. Ah, hey, ich habe sie mitgebracht, meine Mutter. Oh, du bist das also, der sich die ganze Zeit um meinen Jungen gekümmert hat? Ja, das ist er. Er hat mir die ganze Zeit immer wieder leckere Sachen gegeben. Leckere Sachen? Ja. Heute hatte ich überlegt, ob ich nicht auch mal dir was abgeben sollte. Oh, was würdest du mir denn anbieten? Jetzt kann ich ihr Gemüse geben oder ein Gemüsegericht. Ach, ich muss das erst kochen und dann kann ich es mitbringen. Tut mir leid, ich habe gerade nichts vorbereitet. Wartet also doch bitte einen Moment. Oh? Oh, na gut, in Ordnung. Ach stimmt, ich habe da letztes Mal irgendwas übersprungen an Dialog. Der war dann wohl anders und ja, hätte ich wissen können, wenn ich das damals gelesen hätte. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es so läuft wie immer. Kann mal passieren. Koche ich das demnächst und kümmern wir uns erstmal um dieses Interview. Ich habe eine Verabredung mit Saito und verkaufe Kabadaban. Das habe ich doch schon alles erklärt. Verdächtig bist du. Mit einem niederen Kerl wie dir wird unser Saito niemals bekannt sein. Wenn du noch weitere Lügen auftischst, ist es für dich aus. Hey. Oh. Oh, Captain Saito, du kommst gerade recht. Er da meint, er kennt dich und führt irgendwas hier im Schilde. Der Mann spricht die Wahrheit. Lass ihn doch bitte in Ruhe. Okay. Was? Das stimmt? Bitte entschuldige meine Unhöflichkeit.
Oh Mann, du kennst echt keine Furcht, was? Dass du einfach so hier bei den Mibu-Wölfen reinspazieren willst. Ein Angsthase kann niemals einen guten Artikel verfassen. Wie sieht's also aus? Bist du bereit für ein Interview, Saito? Lass uns gemeinsam Kawadaban-Geschichte schreiben. Der Kerl ist wirklich penetrant, aber gleichzeitig auch entschlossen. Na gut, komm mit in mein Quartier und dann machen wir das Interview. Na, das ging ja nochmal gut für ihn aus. Schreiben wir mal ein bisschen Zeitungsgeschichte. Gut, also bevor wir beginnen, möchte ich dir gerne noch eine Sache sagen. Das Ziel dieses Interviews heute ist, unseren Lesern die wahre Gestalt der Shinsengumi aufzuzeigen. Unsere wahre Gestalt? Richtig. Ihr werdet auf der Straße als die Mibu-Wölfe bezeichnet und man spricht schlecht über euch. Du kannst diesen Ruf vielleicht beeinflussen und den Menschen in der Stadt eventuell aufzeigen, dass ihr gar nicht so ein übler Haufen seid. Ich will diese falsche Wahrnehmung nämlich richtigstellen. Und das ist es, was ich mit diesem Interview heute wirklich erreichen möchte. Aha, so ist es also. Ja, genau so ist das. Beachte das also während unseres Gesprächs. Verstanden. Wir machen also Propaganda. Nun denn, los geht's. Heute wird hier Japans erstes Interview abgehalten. Unser Top-Thema heute ist die Shinsengumi. Vom Neuling direkt zum Kapitän. Auf meine Fragen antwortet heute Kapitän Saito Hajime. Danke für deine Teilnahme. Nun denn, Saito. Antworte ganz einfach spontan und natürlich auf meine Fragen. Und los geht's mit Frage Nummer 1. Dabei geht's um die Auffassung, dass die Shinsengumi bzw. die Mibu-Wölfe ein Haufen gefährlicher Mörder sind. Daher beantworte mir Folgendes. Was genau bedeutet es für dich, einen Menschen aufzuschlitzen? Jetzt kann ich's auswählen. Es ist für mich ein Ausdruck, Zuneigung zu zeigen. Oder ich mag's noch mehr als mein tägliches Essen. Oder letztlich, es gehört zu den Pflichten der Shinsengumi. Das ist die einzig positive Antwort. Das ist nun mal unsere Pflicht. Es ist nicht so, dass mir das Spaß bereiten würde. Und unsere Gegner zu töten ist nur ein letztes Mittel. Ah, okay, verstehe. Das heißt, dass die Shinsengumi auch, wenn sie als Wolfsrudel bezeichnet wird, eigentlich für Friede und Ordnung in der Stadt sorgt. Genau so, Saito. Wenn du solche Antworten lieferst, dann werde ich das Ansehen der Shinsengumi deutlich verbessern können. Kommen wir zur nächsten Frage. Als Feinde der Shinsengumi werden die sogenannten Kinoshishi gehandelt. Was würdest du diesen Männern gern mal mitteilen? Lass uns auch in Zukunft gemeinsam unser Bestes geben. Oder habt ihr euch schon eure letzten Worte überlegt? Oder bitte macht eurer Mutter doch keinen Kummer. Das klingt gut. Macht doch euren Müttern keinen Kummer und seht zu, dass ihr schnell in euer Heimatlehen zurückkehrt. Sowas. Großartig. Nein, mehr als das, Saito. Sowas will ich hören von den stärksten Schwertkämpfern der Geschichte. So wird die Shinsengumi zum Publikumsliebling. Dann weiter mit einem ganz anderen Thema. Saito, was für Frauen interessieren dich? Was? Was soll diese Frage? Na, das ist etwas, was unsere Leserschaft sicherlich brennend interessiert. Das fördert, dass sie sich euch nahe fühlt. Ach so, das macht Sinn. Also bei Frauen fasziniert mich, wenn wir charakterlich zusammenpassen. Wenn Gesicht und Gestalt stimmen, dann passt alles schon. Oder wenn sie künstlerisch begabt sind. Ich denke, in erster Linie sollte es immer charakterlich passen. Naja, es muss charakterlich passen. Oh, ich verstehe. Wenn man viel Zeit miteinander verbringt, ist es wichtig, dass man sich auch gut versteht. Eine sehr schöne Antwort, wirklich. Vielen Dank, Saito. Kommen wir zum nächsten Thema. Für dich als Kapitän des dritten Kurs, was bedeutet die Shinsengumi dir? Sie ist für mich ein Weg, stärker zu werden. Sie ist ein Männerparadies, ein echtes Sausagefest oder das idealtypische Kriegerdorf. Oh, das klingt gut. Sie ist für einen Krieger der ideale Ort. Wer es in diesen Zeiten ernst meint als Krieger, für den gibt es nichts Besseres als die Shinsengumi. Oh, das ist sehr gewählt ausgedrückt, Saito. Der beste Ort für einen Krieger. Die Shinsengumi. Der beste Ort für sie seit der Sengoku-Zeit. Dann kommen wir auch langsam zum Ende. Davor aber noch die Frage, welche die Leserschaft wohl am allermeisten interessiert. Wenn einmal angenommen, ein stinknormaler, unbescholtener Bürger, so wie ich, in der Stadt die Aufmerksamkeit der Shinsengumi auf sich zieht, was soll man da machen?
Die Aufmerksamkeit? Hm. Ja, zum Beispiel in einem Fall, dass wir für einen Kinoshishi gehalten werden, obwohl wir eigentlich nur unbescholtene Bürger sind. Ich hörte, dass man da relativ schnell hier auf dem Toncho einem relativ unbehaglichen Verhör unterzogen werden kann. Wie kann jemand sich davor schützen? Was soll man machen, wenn einen die Shinsengumi ins Visier genommen hat? Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Oder man sollte sich einfach totstellen. Das geht immer gut. Und wer sich widersetzt, der stirbt. Wer versucht abzuhauen, der stirbt auch. Ja. Ist eigentlich alles nicht so besonders beruhigend. Ich würde sagen, ich nehme aber mal, wer nichts zu verbergen hat. Das ist noch am besten. Also wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. So jemanden nehmen wir gar nicht ins Visier. Aha. Oh, das beruhigt mich wirklich sehr. Danke für die Richtigstellung. Damit wäre das Interview jetzt vorbei. Vielen Dank, Saito. Es war fast eher von der Art, wie der gesprochen hat, wie ein Radiointerview, gerade mit der Musik im Hintergrund. Bin ich automatisch in diese Stimmung gekommen. Dann war das so in Ordnung. Hey. Ja, durch deine Antworten wird sich der Ruf der Shinsengumi sicherlich verbessern. Und außerdem, das macht schon ziemlich Spaß, so ein Interview, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es die Kabadaban sehr verändern wird. Auch weil du dich so gut geschlagen hast. Schön. Ich fand's auch interessant. Hier. Das wäre dein Honorar für die Reportage. Bitte nimm. Ein Drachenstein? Also Saito, ich mach mich dann gleich mal ans Drucken. Sei schon mal gespannt. Ah, genau. Wenn ich wieder eine Story brauchen sollte, dann melde ich mich bei dir, ja? Bis dann. So, so, Interview. Ob dieses Format eines Tages wirklich mal so beliebt werden wird? Und damit hätten wir die Substory Interview mit einem Krieger auch abgeschlossen. Ich hoffe, das war erfolgreich von den Antworten her. Und was bringt mir jetzt eigentlich dieser Drachenstein? Ich glaube, den kann man irgendwo ausrüsten. Aber hier ist er nicht. Vielleicht ist es dann ein Bestandteil für die Waffenschmiede oder so. Weil hier ist er nirgendwo zu sehen. Gut, dann werde ich jetzt hier unten beim Schrein speichern. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter Richtung Tedadaya, wo wir uns mit Orio unterhalten wollen. Außerdem habe ich netterweise noch einen Kommentar erhalten, der mich auf eine andere Substory aufmerksam gemacht hat. Die werde ich mir dann vielleicht auch nochmal anschauen. Hoffentlich gemeinsam mit euch, wenn es beim nächsten Mal weitergeht mit Ryuga Gotoku Ishin. Macht's gut!